Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Industriegigant in der nächsten Folge. Und ich würde mal sagen, wir schmeißen mal wieder einen Blick auf unsere Statistiken. Das haben wir jetzt noch nicht wieder groß gemacht. Wir haben es tatsächlich geschafft, einiges zu wuppen hier. Alleine unsere Lebensmittelindustrie hat im letzten Jahr 6,5 Millionen aufs Konto gehauen an Umsatz. 1,2 Millionen dagegen der Spielzeugindustrie. Aber gut, da haben wir auch nicht mehr viel weiter gemacht. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Profit, also das, was überbleibt nach Abzug aller Kosten, sind wir bei insgesamt 5,3 Millionen. Das ist schon richtig, richtig fett, kann man mal sagen. Wir haben einen Firmenwert von 35 Millionen. Darauf kann man aufbauen. Wir haben uns da jetzt ein nettes Polster geschaffen, würde ich sagen. Wir haben auch auf dem Konto mit 19 Millionen ein richtig fettes Polster. Und ich würde mal sagen, wir gucken uns jetzt auch mal ein bisschen anderweitig um. Was können wir noch so alles machen? Ich habe mal Lust, auch durchaus in den Baumarktbereich reinzuschauen. Vielleicht finden wir da ja noch Abnehmer für die eine oder andere Kleinigkeit. Je nachdem auch eben halt, was die Rohstoffe hier so hergeben, ne? Können wir mal so ein bisschen Raubbau betreiben hier. Ein bisschen Holz fällen hier, ja? Von wegen hier, grüne Industrie, nix da. Brennen und qualmen muss das. Attacke! Lass die Bäume fackeln und lass aus den Bäumen schöne Stühle werden. Fertig. Ne? Meine Traumwelt ist ein Parkplatz. So sieht's aus. Also, dann wollen wir mal. Wir können ja mal. Ich lass mal wieder. Wir haben das ein bisschen laufen. Hier nicht. Rasegeschwindigkeit. Hier ist alles schon ein bisschen dicht gebaut. Dann schauen wir mal hier vorbei. Die Stadt ist. Die Städte hier außerhalb von. Sind alle noch nicht so. Oh, obwohl doch, die ist nicht schlecht. Da ist auch schön Holz. Ich sehe Häuser. Holzhäuser und Leitern. Sehr schön. Gehen wir mal in den Baumarkt und gucken wir mal, was der hier so erwirtschaften könnte. Bretter werden hier benötigt tatsächlich. Dann haben wir Werkzeug, was benötigt wird. Es werden Holzleitern. Schneeschaufeln. Das sind alles so Sachen, kann man alles produzieren. Jetzt können wir uns natürlich mal umgucken. Was brauchen denn diese Sachen alles? Nicht Möbel. Da! Baustoffindustrie ist das. Werkzeug, da brauchen wir einmal Holzbretter und Stahl für. Für die Leitern brauchen wir nur Holzbretter. Stahl und Gummi wird für eine Schubkarre benötigt und eine Schneeschaufel braucht Schnittholz und Stahl. Eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wir können ja in erster Linie jetzt mal anfangen, hier mal ein bisschen Bäume zu kloppen. Ne? Der Ofen muss ja auch irgendwie beheizt werden. So, dann nehmen wir mal gleich ein großes Lager. Da ist schon grün. Gut, alles klar, perfekt. Dann haben wir hier nämlich die Freifläche, die wir nutzen können für die Produktion. Und zwar brauchen wir in erster Linie jetzt erstmal ein Sägewerk. So, auch hier schön weit weg von der Stadt. Also Sägewerke und all sowas, das haut natürlich ein bisschen aufs Gemüt der Bewohner. Hier machen wir erstmal jetzt 50% Betrieb beim Holzfäller. Das sind immer noch 6 Tonnen pro Monat. Holzbretter. Ja. Machen wir mal Vollgas, weil der wandelt das ganze Schnittholz dann sofort um. Dann könnte man jetzt mal rein theoretisch schon mal hergehen. Wir machen ein mittleres Lager. Ja, mittleres Lager. Und bauen erstmal hier unseren Baustoffladen auf. Tut sich da irgendwo was? Ja, doch so ein bisschen, ne? Da setzen wir mal den Laden hin. Mittleres Lager. Hier schön außerhalb der Stadt. Dann versauen wir uns das hier auch nicht mit Bauland und so. Und dann kann man theoretisch schon jetzt schon mal hergehen, den ersten Terminal aufbauen. Denn die möchten ja auch Bretter haben. Ganz normale, einfache Bretter. Ja, willkommen im Baumarkt. Stellt euch vor, die wollen einfach nur Bretter, die Leute. Komisch. Verstehe ich nicht. Dann
Bauen wir mal eben kurz eine Straße. Ich will nicht abreißen, was soll das? Hi. So. Zack. Und zack, angeschlossen ist das Ganze. Dann natürlich wieder Werkstätten bauen, weil wir möchten ja nicht, dass unsere Fahrzeuge sofort auseinanderfallen, sobald sie fahren. Dann holen wir uns auch gleich welche. Und die transportieren einfach nur ganz stumpf Holz zum Baumarkt. Damit haben wir nämlich schon mal das erste Einkommen. Ich muss mal kurz zum Sägewerk. Genau, Sägewerk, Holzbretter, warten bis fertig und einmal dahin bringen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mehr mache ich nicht. Das ist eine kurze Strecke, da brauche ich nicht 20 Fahrzeuge fahren lassen, das ist ja Blödsinn. So, jetzt müssen wir natürlich gucken, wir brauchen eigentlich noch ein zweites Sägewerk, weil der Holzfäller arbeitet noch lange nicht auf Vollgas. Der arbeitet jetzt auf Vollgas. Aber das Sägewerk. Da brauche ich ein zweites von. So, auch hier wieder. Holzbretterproduktion. Wir limitieren natürlich auch wieder den Lagerplatz, weil sonst haben wir irgendwann ein gehöriges Platzproblem, glaube ich. Schnittholz kriegt 3 Felder. Lol, der war gut. Und das Sägewerk. Die Holzbretter selber kriegen 4. Das speichern wir uns. Okay, damit haben wir Holzbretter schon mal abgefrühstückt. Ah, hier würde ich auch Lagerplatz limitieren, tatsächlich. Der Bedarf ist nicht so hoch. Machen wir mal ein Feld. So. Dass das nicht too much wird. Das müsste jetzt ja eigentlich verkauft werden. Ja, 4, 5, 3, 1. Gut, passt. Je nach Monaten ist ja auch so ein bisschen saisonbedingt. Der Bedarf, von daher passt das ganz gut. Aber wir haben die ersten Einnahmen. So, nun können wir dahergehen und sagen, okay, wir produzieren unsere ersten Baustoffgeschichten. Und zwar mit, ich würde mal jetzt mit Holzleitern tatsächlich starten. Ganz einfach und simpel erstmal. Zusätzlich zu den Brettern. Produktion 6. Gehen wir runter auf 4,5. So. Schauen wir mal, wie ist der Bedarf an Holzleitern. 4. Ja, guck mal. Da sind wir doch mit 4,5 gar nicht mal schlecht aufgestellt. Das würde ich tatsächlich aber an einem anderen Terminal machen. Das kommt auch noch daran. Ja, super. Das ist ja mega. Das passt ja super. So. Einmal eine Straße, bitte. So. Und Verbindung hier dran. Dann gibt es natürlich auch wieder eine Werkstatt für das Terminal. Und wir holen uns, oh, ich sag mal, 4 Fahrzeuge, 5 Fahrzeuge in dem Dreh. Nee, nicht da. Da. Holen die Leitern da raus, warten bis fertig. Und fahren dann hier unten zum Terminal hin. Multiplizieren wir jetzt noch mal so ein bisschen. So, viel mehr brauchen wir da nicht. Ne? Dass die Fahrzeuge sich nicht gegenseitig im Weg stehen. Alles hübsch. Guck mal, und nun haben wir auch Holzleitern, die wir hier verkaufen können. Jetzt haben wir Bretter, wir haben Holzleitern. Passt. Ist auch genau das, was wir möchten. Moment. Baustoffindustrie. Auch hier machen wir wieder ein Limit. Aber maximal 2, ne? So. Was war denn dann noch? Genau, die Holzindustrie hier. Oder der Holzfäller, der läuft. Der meckert ab und zu mal rum. Ich hab kein Holz. Da können wir jetzt nochmal oben top gehen und sagen, okay, wir erhöhen mal das Gehalt, dann hauen die noch mehr raus. Also das ist natürlich, dann geht das natürlich richtig los da.
Okay, jetzt können wir mal luschern. Das können wir ja parallel hier vielleicht auch machen. Stahl wird für die Werkzeuge benötigt, Gummi. Was war hier noch? Stahl und Schnittholz, ne? Was haben wir noch? Tapete. Für die Tapete brauchen wir Papier. Da kann man tatsächlich... Moment. Wird die Tapete dann... Die wird dann auch hier verkauft, oder? Stimmt, tatsächlich. Gar nicht mal schlecht sogar. Dann schauen wir mal. Machen wir hier eine Papiermühle. So. Die lassen wir Papier herstellen. Natürlich. So, die produziert jetzt 6 Papier von dem Schnittholz. Ich glaube, da können wir... Jetzt geben wir den Leuten mal so richtig Gas. Magst du gehen? So. Jetzt gucken wir mal, wo wir... Ah, wir brauchen noch so ein... Sägewerkchen. So. Das müsste passen. Zack. Jetzt haben wir, glaube ich, alles, was wir für Papierproduktion brauchen. Genau. Jetzt haben wir alles da. Sehr schön. Und nun produzieren wir Papier. Und dafür brauchen wir jetzt natürlich noch die Baustoffindustrie, weil die soll ja daraus Tapeten machen. Wo pflanzen wir die jetzt hin? Da ist die City. Die können wir dahin pflanzen. So, Tapete, Vollgasproduktion läuft. Und dann machen wir noch einfach ein Terminal. Was dann hier startet. Straße. Oder wir machen einfach hier die Kreuzung. Oh, passt. Wieder eine Werkstatt dran. Und neue Fahrzeuge geholt. Die dann Tapeten hinbringen. Hier gibt es einen kleinen Tapetenwechsel in der Firma. Oh Gott. So, Baustoffindustrie, Tapete. Da. Warten ist voll natürlich. Und ihr bringt das dahin. So, dann holen wir ein paar Fahrzeuge rein. So, das sollte lang. Und dann haben wir auch Tapeten, die wir ja jetzt verkaufen können. So, Lagerplatz 2 zugesprochen. Können wir gleich mal gucken, was wir am Jahresende so an Verdienst machen. So, Baugeschäft wissen wir, das ist so ein bisschen saisonal abhängig, wie da der Bedarf ist. Also jetzt im Winter haben wir immer noch einen Bedarf von 3 tatsächlich. Warte, kommt die echt auf die Idee, im Winter zu... Naja, gut. Holzleitern werden nicht allzu sehr gebraucht, Holz wird kaum noch gebraucht, deswegen sammelt sich das jetzt auch auf dem Lager. Das ist nicht so wild. Ah, dafür haben wir diesen Monat jetzt ja Tapeten ganz frisch da, die verkauft werden können. Geht weg mit den ganzen Kram. So. Und dann kann man jetzt auch mal sehen, was haben wir denn dieses Jahr jetzt im Baustoffbereich eingenommen. Neuer Umsatz, 600.000 haben wir im letzten Jahr komplett mit unserer frisch gegründeten Baustoffindustrie verdient. Das ist natürlich schon mal nicht schlecht. Davon sind 400.000 Profit. Und läuft doch. Kann man mitarbeiten. Firmenwirt ist... weiter am explodieren mit 46 Millionen. Das ist schon eine starke Nummer mittlerweile. Holz wird auch übermäßig produziert, das ist auch ganz gut so, das Schnittholz. Weil das sollte immer gut auf Reserve da sein. Dass halt eben genug da ist, dass die Leitern produziert werden können.
dass eben das Schnittholz für das Papier hergestellt werden kann und so weiter und so fort. Also das ist schon so wie es ist, genau richtig. Und damit haben wir doch hier schon mal für den Firmenzweig einen guten Einstieg reingekriegt. Gucken, ob wir das woanders vielleicht auch ähnlich hinbekommen. Dann müssen wir uns mal umschauen. Da gibt es Edelstahl, da kannst du natürlich Stahlproduktion mit anfangen. Ich weiß, dass Stahl ja auch gebraucht wird teilweise. Ach, hier hat sich der Konkurrent eigentlich. Wie sieht es bei dem eigentlich aus? Was? Der hat einen Umsatz von 1,9 Millionen? Insgesamt? Okay. Das sehe ich mit 10 Millionen ein bisschen anders aus. Ich würde sagen, wir haben es mal geschafft, ein nettes Fundament aufzubauen an Verdienst und Vermögen. Wir nicht so schnell pleite gehen, hoffentlich. Aber man kennt das Spiel ja. Hier haben wir noch eine schöne Stadt, die wir hier bebauen können. Ne? Und hier haben wir sogar Stahl in der Nähe. Holz und Stahl. Und Weideflächen. Ich könnte hier rein theoretisch auch meine Lebensmittelindustrie wieder ausbauen. Wie sieht's generell aus? Warte mal. Spielzeugindustrie könnte man auch mal wieder ausbauen. Ja, oh Gott. Was ein Absatz. Boah. Holzspielzeug in den Wintermonaten 21 und 8 in den davorgehenden Monaten. Das ist dick. Das ist richtig dick. Wie sieht's denn hier mit der Lebensmittelindustrie aus? Boah. Auch hier mega Absätze. Aber wir können ja auch mal wieder was anderes machen, ne? Wie sieht es mit der Baustoffindustrie aus? Ja, das wird auch solide gebraucht. Definitiv mehr als in einer anderen Stadt, wo wir uns ausgebreitet haben. Na komm, wir klatschen hier mal einen Laden hin. Dann geht hier außen. Wir machen mal gleich ein großes Lager. Ich habe Pläne. Können wir mal hier hinhämmern. Dann ganz fix mal eben den Holzfäller platziert. ...6.100. So. Hier nochmal ein kleineres Lager. Ich muss kurz gucken, ist das grün? Da wird's grün. Sehr schön. Gut, dann gehen wir dahin. Sägewerk platziert. Das brauchen wir. Zack. Das lassen wir auch schon mal voll das produzieren. Hier wird auch schon mal Schnittholz. Das reicht, wenn wir hier auf 75% gehen. Dann läuft das schon mal an. Hier nochmal kurz das Holz regulieren. Zweimal hier. Los. Zweimal da. Dann haben wir das da. Und können den ersten Terminal aufbauen, der dann Holzbretter Richtung Verkaufslager bringt. Was dann im Baustoffmarkt verkauft werden kann. Drehen wir das Ganze nochmal. Da machen wir mal ein großes Terminal, ne? Wenn mit der Zeit ein paar mehr Autos ankommen, dann ist der Weg auch nicht so weit. Kleine Trickserei, was den Preis angeht. Katze, halten Sammel. Lass mich in Ruhe. Ja. Frisches Vieh. So. Nee, mich brauchst du gar nicht so angucken. Nein. Du ignorierst mich auch noch. Nö. Kein Bock drauf. Nö.
So, Sägewerk, Holzbretter. Warten bis fertig. Dahin. So, dann lassen wir mal die ersten Fahrzeuge losjubeln. Dass der Baustoffmarkt hier auch schon mal was zu verkaufen hat, weil im Moment ist der ja leer. Hey, unser Baustoffmarkt hat eröffnet. Kommen Sie rein, was ist denn hier drin? Nix! Haha! Kaufen Sie Luft, kostet 3,50. So. Jetzt kommt das erste Holz an. Hier muss ich noch regulieren, glaube ich. Wie viel ich hier auf Lager haben darf davon. Weil sonst wird das, glaube ich, schnell zu voll. So. Gucken wir nochmal. November, Wintermonat. Das heißt, es ist nicht so viel Absatz, aber immerhin ein bisschen. Ja, einer. Okay. Was willst du denn machen? Ist halt Wintermonat. So, jetzt können wir nochmal einen Blick schweifen lassen. Die Baustoffindustrie haben wir für dieses Jahr, glaube ich, nochmal gut nach vorne gebracht im Vergleich zum vergangenen Jahr. Und zwar, na, springst du um. Jetzt muss ich mal der Zeit mal eben kurz spielen. Lass laufen die Zeit. Und stopp. So. Ja, gibt neue Sachen, die wir herstellen können. Das ist ja schön und gut. Gucken wir uns später in Ruhe an, wenn da dann Interesse besteht, heißt das. So, Baustoffindustrie, Einkommen verdoppelt, kann man mal ganz klar sagen. Profit ja sowieso. Der Firmenwert hoch auf 50 Millionen innerhalb der kurzen Zeit, das ist ein Wahnsinn. Aber es läuft halt auch gerade echt saugut in der Firma. Von daher, so muss das sein. Nicht so wie bei unserem Kollegen da, der da von 1,9 um die Ecke kommt, aber na gut. Ja, das war das für diese Folge. Erfolgreich die Baustoffindustrie etabliert und angefangen. Das ist doch mal ein schöner Satz, den wir da geschafft haben. Jetzt sind wir schon in drei Branchen tätig, mal mehr, mal minder. Aber das ist halt auch noch alles ausbaufähig. Wenn ihr Ideen und Tipps habt, haut das ruhig unten in die Kommentare. Abonnieren nicht vergessen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und auch gerne die Glocke aktivieren, weil kommt halt nicht bei jedem an, dass neue Videos da sind. Also, schön fleißig sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend oder einen guten Morgen, je nachdem, wann ihr schaut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen.